Wir leben Wrestling. Jay Briscoe, verstorben. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist Ring of Honor-Star Jay Briscoe am Dienstag in einem Autounfall ums Leben gekommen. Briscoe soll gegen 17.30 Uhr Ortszeit in Laurel, Delaware, in einen fatalen Crash geraten sein, bei dem eine weitere Person starb. Briscoe gewann erst kürzlich mit seinem Bruder die ROH Tag Team Championship. Bei dem Unfall befanden sich auch die zwei Töchter von Briscoe im Fahrzeug, welche aktuell noch im Krankenhaus liegen. Im Alter von 38 Jahren hinterlässt Briscoe eine Familie und ein großes Vermächtnis im Wrestling-Business. Unsere Gedanken sind bei ihm und seinen Angehörigen. Nächste Klage gegen Vince McMahon. Laut einem Bericht von Sportico gibt es die nächste Klage gegen Vince McMahon. Demnach soll das Polizei- und Feuerwehrversorgungssystem von Detroit den 78-Jährigen verklagt haben. Ziel der Klage sei es, zu verhindern, dass McMahon vollständige Kontrolle über das WWE Board of Directors hat und ihn somit daran zu hindern, einen Verkauf der Company im Alleingang zu orchestrieren. Die Klage enthält den Vorwurf, dass McMahon seine Pflichten als bestimmender Teilhaber missachtet habe, indem er versucht habe, seinen eigenen Willen entgegen Widerstand zu forcieren. Die Klage ähnelt der letzten Klage gegen McMahon, welche vor etwa einer Woche veröffentlicht wurde. Neuer WrestleMania-Gegner für John Cena? Wie der Wrestling Observer vermeldet, könnte sich der WrestleMania-Gegner von John Cena in den vergangenen Wochen geändert haben. Demnach soll John Cena bei WrestleMania 39 im April nun auf Austin Theory treffen. In diesem Zusammenhang haben Cena und Theory wohl bereits ein Segment bei SmackDown am 30. Dezember gedreht, welches noch nicht ausgestrahlt wurde. Ursprünglich gab es Berichte, dass Cena bei WrestleMania gegen Logan Paul antreten sollte. Warner Bros. Untersagt Tribute-Show für Jay Briscoe. Wie Dave Meltzer berichtet, wollte AEW die dieswöchige Episode zu einer Tribute-Show für Jay Briscoe nach dessen Tod machen. Dies kam letztendlich jedoch nicht zustande. Laut Dave Meltzer soll Warner Bros. Discovery dies verboten haben. Der Grund sollen ein paar homophobe Tweets sein, welche Briscoe vor über 10 Jahren gepostet hatte. Briscoe hatte sich über die Jahre mehrere Male für die Aussagen entschuldigt. Tony Khan bestätigt Interesse an WWE. Während eines Auftrittes bei der Maggie and Perloff Show hat AEW-Präsident Tony Khan sein Interesse an einem möglichen Kauf von WWE bestätigt. Khan erklärte, dass er an einem möglichen Verkaufsprozess des Marktführers interessiert sei. Darüber hinaus bemerkte der 40-Jährige, dass seine Familie über die nötigen finanziellen Mittel verfügt und dies bereits öfters unter Beweis gestellt hat. Weitere Abgänge bei WWE. Laut einem Bericht von Fightful ist Adam Hopkins nicht mehr länger bei WWE. Hopkins war über die letzten 25 Jahre der Vice President of Communication der WWE. Darüber hinaus ist auch Stephanie Fiandella, die ebenfalls eine hohe Position in der Communication ausgefüllt hat, nicht länger Teil der Company. Damit sind nun zwei weitere Personalveränderungen nach der Rückkehr von Vince McMahon zu verzeichnen. Mercedes Moné deutet nächsten Schritt an. Während eines Interviews auf dem Kanal von New Japan Pro Wrestling hat Mercedes Moné Andeutungen bezüglich ihrer zukünftigen Auftritte gemacht. Moné erklärte, dass sie nach dem Sieg der IWGP Women's Championship den Titel überall auf der Welt verteidigen werde und nicht bloß bei New Japan Pro Wrestling. Es ist davon auszugehen, dass Moné möglicherweise bei weiteren Promotions auftreten wird. Ob dies auch AEW beinhaltet, bleibt vorerst abzuwarten. Hiroshi Tanahashi verlängert bei New Japan Pro Wrestling. New Japan Pro Wrestling Star Hiroshi Tanahashi hat auf seinem Blog bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag bei der japanischen Top-Liga verlängert hat. Über die Dauer des neuen Vertrages wurden keine Angaben gemacht. Der 46-Jährige bleibt New Japan Pro Wrestling jedoch weiter erhalten. Spotlight Event Anfang Februar. Hast du Lust, das Team hinter Spotfight und die Community zu treffen? Dann komm am 4. Februar nach Fulda zu unserem großen Community-Treffen. Angemeldet sind bereits über 80 Wrestling-Fans aus ganz Deutschland. Mehr Infos findest du über den ersten Link in der Beschreibung.